Yo, hi, es ist Manuel von Session und ich zeige euch heute von Schecter die Demon 6 TTM. Schecter Demon. Und Schecter ist ja für die meisten von euch so ein Begriff für völlig krass orientierte Gitarren, die im Metal-Bereich einfach ihre Daseinsberechtigung haben. Und mit der Demon hat Schecter eine Gitarre gebracht, die ja so für den Einsteigerbereich eigentlich, muss man sagen, ist. Und die einiges zu bieten hat, was man so von einer Gitarre in dem Preislimit, sage ich mal, gar nicht so sehr erwarten kann. Denn wir fangen mal direkt vorne auf der Gitarre an. Wir haben es hier tatsächlich zu tun mit aktiven Tonabnehmern. Ne? Also bei vielen anderen Gitarren in dem Preissegment ist ja so, dass man zwar vielleicht schwarze Kappen hat, ne, aber eigentlich keine wirklichen aktiven Tonabnehmer darunter hat, sondern das eigentlich nur so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, geschönt ist, damit man vielleicht meint, okay, da ist ein EMG oder so irgendwas drin, aber in Wirklichkeit ist es dann doch kein aktiver Tonabnehmer. Und auch wenn ich auf die Rückseite mal rumdrehe, seht ihr hier das kleine Fach, ne? Da ist also tatsächlich ein Batteriefach für die ganze Elektronik hier zu versorgen mit Strom. Ne? Coole Sache, muss ich sagen. Habe ich so in der Preisklasse, ehrlich gesagt, noch nie gesehen, bei keiner Gitarre. Und ja, ich meine, das ist halt, klar, Schecter hat halt ein riesen Steckenpferd mit diesen ganzen Metal-Klampfen und natürlich einen Haufen Endorser. Klar, natürlich der absolute Guru ist natürlich Jeff Loomis. Ne? Und ja, also es ist eine Klampfe, die für alle, ich sag mal, Metal-Schlümpfe, die sich was Gutes, Preisgünstiges zulegen sollen oder wollen, besser gesagt, absolut auf ihre Kosten kommen dafür. Ne? Was haben wir dran an der Gitarre? Ne? Wir haben einen Korpus aus Linde, daran angeschraubt, sieht man den Ahornhals und natürlich ein Palisander-Griffbrett drauf und so diese Cross oder Gothic Cross, wie sich das nennt, Inlays, ne? Sieht schon ein bisschen krass metallic aus, alles das Zeug, was drauf ist. So, dann haben wir natürlich, sag ich mal, eine relativ einfache Bedienung an der Gitarre selbst. Wir haben einen Tonregler, wir haben das Tonpodi und wir haben einen Dreifachschalter, der uns die Pickups natürlich in der altbekannten Weise verschaltet. Eine String-Through-Konstruktion, was ich sehr geil finde. Ne? Also die Saiten laufen hier direkt durch den Body durch und hier über die Tunomatic Bridge und liefert der Gitarre wirklich ein ja, kann man nicht anders sagen, sehr, sehr Attack-führenden Ton einfach, der gerade im High-Gain, weil ich führe euch die Gitarre auch jetzt gar nicht in einem anderen Sound vor einfach, weil ganz ehrlich, ich meine, so eine Klampe kauft sich keiner, der Blues spielen will, ne? Also ist ja logisch, also ich werde darauf jetzt verzichten, irgendwelche anderen Sounds mit der Gitarre zu zeigen.
Was man an der Gitarre halt einfach merkt, ist, wie gesagt, dieses Führende auch über aktiven Tonabnehmer. Ne? Ich meine, wir haben schon oft genug über aktive oder beziehungsweise über was ist besser, aktiv, passiv. Ich meine, da streiten sich natürlich immer noch die Geister dafür, was ist denn eigentlich auch für die Musikrichtung, in der man spielt, besser geeignet. Ne? Also ich sage einfach dazu, wenn jemand wirklich viel Gehacke auf der Gitarre macht oder auch viele... Ja, viel Shredder-Kram oder sonst irgendwas spielt oder diesen ganzen Arpeggio. Ja, dieses ganze Zeug einfach spielt. Ihr braucht eine Gitarre irgendwo, die halt so ein bisschen führt. Ne? Und mit führen meine ich halt gerade auch, dass der Anschlag halt auch durchkommt, dass es nicht so vor sich her suppt und blubbert, ne? Was man dann für viele andere Musikrichtungen einfach besser gebrauchen kann. Ne? Und insofern ist das hier eine geile Sache, dass ich hier, wie gesagt, aktive Tonabnehmer an Bord habe. Und die aktiven Tonabnehmer haben einfach diese Angewohnheit, ne? Also wie bei EMGs auch, dass du einfach viel, viel fokussierter in der Mitte und ich will nicht sagen transparenter, aber du kannst einfach sauberer, ja, hast eine saubere Führung in der Mitte, einfach weil die Pickups in diese Richtung einfach viel stärker vorkomprimieren, als jetzt das ein passiver Pickup einfach tut. Ne? Man kann natürlich sagen, okay, ein passiver Tonabnehmer hat nach oben hin und nach unten hin einfach von der Dynamik und von der Range, was die Frequenzübertragung angeht, seinen Vorteil. Mag alles sein. In der Beziehung muss ich aber sagen, finde ich das echt cool, dass da, wie gesagt, aktive Tonabnehmer einfach drin sind, weil ihr habt einfach gerade in dem ganzen High-Gain-Geschwader habt ihr eine super tolle Führung, die es euch da wirklich sehr, sehr viel leichter macht und sehr, sehr, sehr sauber orientiert zur Sache einfach geht, gerade wenn man mit viel Verzerrung arbeiten muss und das so will. Ne? Wie gesagt, auch der Halstonabnehmer, wir haben hier 24 Bünde, ne? Und da der Pickup halt direkt hinter dem 24. Bund sitzt, habt ihr einfach auch aufgrund dessen, dass der Pickup hinter dem 24. Bund und nicht wie bei einer Paula hinter dem 22. Bund sitzt, habt ihr auch ein bisschen mehr Höhenanteil noch dabei, als wenn der Pickup bei da vorne sitzt und deswegen auch diesen bisschen Attack-führenderen Sound einfach, wenn ihr irgendwelche schnellen Sachen anspielt. Ne? Auch das gleiche am Steg-Tonabnehmer. Ne? Also oder wenn er Single Notes einfach spielt. Ja. Ihr habt einfach immer diesen schönen Tack, 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 Tack Anschlagston am Anfang. Ne? Also, okay, ich habe es ein bisschen genuschelt zwar so beim Spielen, aber trotzdem, man hört dieses schöne Führen von dem Attack. Ja, alles in allem, preis-leistungsmäßig eine absolute Granate, was die Gitarre zu bieten hat. Die Farbe, nur zur Information, nennt sich Titanium. Ne? Also vielleicht kann man das mal so ein bisschen näher auch mal zeigen. Ne? So ein bisschen Sparkle, so ein bisschen silbrig unten drunter.
ja, coole Sache, finde ich, weil endlich mal auch eine Gitarre, die nicht nur in Schwarz oder in irgendwelchen anderen komischen, dunklen Farben kommt, sondern einfach mal ein bisschen was anderes auch von der Optik. Ne? Jo, ansonsten gibt's zu der Gitarre nichts mehr zu sagen. Und ich spiele jetzt noch ein bisschen und ihr könnt euch anhören.